Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Serial Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Let mit Dirk Hilger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FX Let. So, wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, sehr, sehr wichtig. Auch für dich, Dirk. Ja. So. Das heißt, ja. Du sagst, warum gehe ich shorten umgekehrt? So ungefähr. Nicht. Okay, dann gebe ich hier sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jo, danke. Dann auch von meiner Seite erstmal moin, hallo und herzlich willkommen hier schon wieder zum Webinar. Wir hatten ja erst am vergangenen Freitag hier die Ehre, zusammen die NFPs hier handeln bzw. zeigen zu dürfen, zusammen im Webinar. Und eigentlich setzen wir genau da jetzt auch irgendwo fort, so wie ich das Ganze halt sehe. Und weil sich das Bild dann jetzt halt, also im DAX zumindest mal vervollständigt, der Dow, der dreht ein bisschen völlig durch. Da gehe ich aber separat gleich nochmal drauf ein. So, was man jetzt halt hier gerade sieht, ich habe ja direkt schon mal hier den Live-Bildschirm halt hier drauf gemacht, um jetzt auch keine Zeit zu verlieren. Ja, heute sind wir, Nelson, eine halbe Stunde zu spät dran, weil wir sind eigentlich schon fertig hier und sind schon 20 Punkte, sind gerade schon im Topf. Ich habe nämlich vorhin das Erste, was ich gesehen habe, halt hier, dass wir hier halt das Bild, deswegen ich fange jetzt mal hier so ein bisschen querbeet jetzt erstmal an und mache das gleiche natürlich nochmal alles separat, aber halt direkt gesehen, dass wir halt hier im Stundenchart genau die Linie, die 144, da halt eben angesprungen haben um 8 Uhr und die hatte ich am Freitag ja auch entsprechend hier eingezeichnet. In Rot, das war so mein erster Übertreibungspunkt von dem Anstieg, den wir da hatten und habe da direkt eben auch mal einen Short dann auch noch in der Gruppe gepostet. Daher kam jetzt nämlich auch gerade das Bild hier und deswegen habe ich das hier nur noch mal gezeigt, damit das nicht aussieht, also für diejenigen, die jetzt hier vielleicht neu dabei sind, das noch nie gesehen haben, damit das nicht aussieht, als würde ich hier schon irgendwie behaupten, irgendwas getan zu haben, was jetzt irgendwie nicht irgendwie halt nachvollziehbar ist. Doch, das ist es. Wie gesagt, vorhin gepostet um 8.16 Uhr und hier direkt kurz nach der Eröffnung eben beim Anlauf auf die 144. Und damit würde ich jetzt auch direkt natürlich gerne zur Eröffnung runter auf die 12.113, die ich ja auch noch thematisiert hatte. Am Freitag ist halt einfach ein Punkt, an dem halt immer wieder viel Umsatz in der Vergangenheit war. Und deswegen ist die bei mir auch schon seit ein paar Jahren eben entsprechend im Chart halt drin. Und das wäre jetzt halt so der nächste plausible Anlaufpunkt, den der DAX hier eigentlich auch hinkriegen sollte. Ich sichere die jetzt aber erstmal ab, weil im Minus muss die jetzt nicht unbedingt noch enden, die Geschichte hier. Und wo es halt jetzt eigentlich dann auch im nächsten Spike dann halt hingehen sollte. Und bei der Eröffnung müssen wir dann halt jetzt gleich mal gucken, weil ob man dann da halt noch reinkommt, vernünftig, steht nochmal auf dem anderen Blatt, weil wir sind halt hier schon so ein bisschen arg seitwärts jetzt gerade unterwegs. Also vor allen Dingen halt im Dow, den ich natürlich parallel im Blick habe. Und der natürlich gerade, also zu der Zeit, wo halt jetzt erstmal nur der Future läuft, wo am Kassamarkt halt noch nichts passiert, der natürlich da halt schon so ein bisschen mehr die Hosen anhat. Und dann natürlich halt auch die Richtung so ein bisschen deutlicher vorgibt. Und aber deswegen müssen wir jetzt halt gleich gucken, was passiert, wenn eben Volumen halt hier in den Markt kommt, wie das Ganze halt jetzt weitergeht. Also, dass wir da unten hinkommen, ich kann die hier auch mal noch kurz einzeichnen, dass es eigentlich irgendwo, ach, jetzt mein, der MT5, der macht mich schon direkt mit dem ersten Strich hier irre, wie ich das sehe. Ja, da hat er schon keine Lust mehr, die Linie zu verschieben. Also sollte eigentlich 12.113 sein, das ist wohl eine besiegelte Sache, dass wir dort mal kurz hinspiken. Nichtsdestotrotz kann er jetzt natürlich noch ein Stück hochlaufen. Aber da wäre es halt eben auch, wenn man sich das Bild jetzt mal anguckt, auch wenn wir jetzt hier nur die Kurse von gestern halt hier haben, beziehungsweise jetzt halt hier auch von über Nacht,
Also das ist ja das, was gestern passiert ist. Darf man aber halt auch absolut nicht überbewerten, dass der Spike jetzt hier nach oben, weil halt einfach wegen des Feiertags natürlich gestern da halt im Markt überhaupt nichts los war. Und das heißt, wir hatten gestern, ich habe gerade vorhin mal geguckt, ein Volumen von ungefähr 27.000 Kontrakten im DAX Future. Und das ist halt gerade mal ein Viertel oder so von dem, was halt irgendwie ein gesundes Volumen im DAX ist. Und das muss man natürlich auch immer so ein bisschen differenzieren. Das heißt, wir hatten gestern natürlich nur den Future. Das heißt, der allein hat den Markt gemacht. Das ist das eine. Und eben das Ganze noch bei schlappem Volumen. Und das Ding, was wir jetzt halt eben um 9 Uhr kriegen, ist, das heißt, die Kasse macht jetzt halt hier einfach auf. Also das heißt, der Aktienhandel kommt jetzt hier dazu. Plus eben jetzt halt auch heute nochmal normales Volumenniveau. Und deswegen darf man da halt, wenn jetzt zum Beispiel halt gestern hier ein Hoch gemacht wurde oder wie auch immer, das sollte man meines Erachtens nicht wirklich bewerten. Ja? Also kann sein, dass der nochmal dahin läuft, kann auch genauso gut sein, dass nicht. Also ich blende mal gedanklich eigentlich den Tag von gestern jetzt erstmal aus. Weil so im Großen und Ganzen passt es ja, auch was er am Freitag gemacht hat. Und die 12.113, da hatte ich halt auch dazu gesagt, ich kann ja mal hier, ich lege mal eine hier oben drüber, dass wir da einen Teil rausnehmen, falls er nochmal hochrennt. Da hatte ich halt auch gesagt, das wäre natürlich extrem sauber im DAX, ja, wenn er sich daran hält. Und sauber und DAX, das sind so zwei Sachen, die passen nicht wirklich zusammen. Das sieht man hier im Tageschart halt auch nochmal ganz gut. Das heißt, wir hatten halt hier in der Abwärtsbewegung, bin hier im Tageschart, war halt hier so die letzte Aufwärtsbewegung, die letzte Welle nach oben und dann ging es ja weiter runter. Und exakt wäre es halt gewesen und sauber, wenn er eben tatsächlich genau bei 113 dann halt auch gebremst hätte und von da nach unten gedrückt. Das wäre halt sehr sauber gewesen. Aber damit habe ich sowieso schon nicht wirklich gerechnet, weil meistens kommt ja dann doch ein bisschen Schweinkram nach oben. Aber Stichwort ist da halt tatsächlich der Dow. Also wenn man es übertreiben kann, also dort ist natürlich wirklich das Paradebeispiel. Aber ich bleibe jetzt hier erstmal beim DAX, weil der kriegt jetzt natürlich um 9 Uhr hier wieder ein bisschen Leben eingehaucht und dürfte sich dann entsprechend auch ein bisschen deutlicher bewegen als der Dow halt eben dann. So, und deswegen würde ich jetzt halt auch mal versuchen, also die 1,44 habe ich jetzt hier gar nicht eingezeichnet, sondern hier nur im Stundenchart. Hat man halt eben auch in der Vergangenheit oft beobachten können, ist halt einfach ein Level, was oft verkauft wurde. Ja, sieht man halt hier mal umkämpft und dann halt nochmal drunter und bäm. Und hier in der Vergangenheit, also wenn man ein bisschen weiter zurückrudert, na, lass dich mal hier ein bisschen netter skalieren, sieht man es halt auch immer wieder. Ne? Hier angelaufen, ne, hier sieht die 1200, aber hier von unten angelaufen und zack, runter. Irgendwie auch nochmal fast 200 Punkte. Und aber es sind jetzt nicht nur die letzten Tage, sondern die ist schon wesentlich älter auch. Die Marke, die findet man auch im Frühjahr schon. Und das ist ja, ich versuche das ja halt immer so ein bisschen daran halt mich auch zu orientieren, an den Sachen, die schon mal funktioniert haben, dass man die entsprechend halt, beziehungsweise dass ich die natürlich dann einfach auch nochmal handle. Nach dem Motto, was einmal funktioniert hat, funktioniert meistens auch zweimal. So, und daher entsprechend die 1,44. Aber hier jetzt trotzdem auch mit Vorsicht. Deswegen halt auch hier, falls der nochmal nach oben läuft, würde ich nochmal einen Teil rausgeben und dann eventuell oben auch den Stop nochmal verschieben, weil genau das gleiche Prinzip, was wir von heute gegenüber gestern hatten, nämlich mit dem Volumen, haben wir natürlich auch in der Zeit von 8 Uhr, beziehungsweise in der die Amateurstunde nennt man sie auch. Die Zeit von 8 Uhr bis 9 Uhr haben wir natürlich vergleichsweise wenig Volumen, wenn man das halt vergleicht mit der Zeit eben ab 9 Uhr bis zum Beispiel 10 Uhr, ne? Weil halt eben natürlich hier die Kasse dann an der Stelle hinzukommt. Ich mache jetzt hier auch mal Folgendes, falls wir jetzt irgendwie einen Spike nach unten kriegen sollten. Die beiden Orders, die werde ich entsprechend halt auch deklarieren. Das heißt, ich gebe denen jetzt hier einfach das Attribut CS. Wer das noch nicht gesehen hat, sich damit nicht befasst hat, der Hintergrund ist einfach der. CS heißt Cancel Any Sibling, beziehungsweise also alle gleichen Orders.
Und das bedeutet, sobald jetzt hier einer von den beiden Buy Orders, die jetzt hier wie gesagt Teilverkauf sind, ausgelöst wird, wird die andere entsprechend gelöscht, ne? Weil ich will ja hier nicht unbedingt hier vier Kontrakte an der Stelle loswerden, sondern ja halt nur zwei. Und das ist eben übrigens der Grund, beziehungsweise das, was hinter dem CS dann halt steht. Das ist natürlich sehr nützlich, gerade wenn es halt irgendwie mal kurz zuckt und man da halt irgendwie vielleicht mit der Maus nicht schnell genug ist, kann man das einfach voreinstellen und muss dann nicht unbedingt die ganze Zeit in der Gegend rumklicken und da manuell halt rangehen. Und hier, die habe ich jetzt genau, das war jetzt hier auch gerade Zufall, weil wir haben ja hier den S2, das ist der Support 2 aus dem Stundenchart, der liegt jetzt genau auch eben da drauf. Und was eben als nächstes kommt, ist halt hier auch nochmal der EMA 200 im 5 Minuten. Der kommt jetzt natürlich auch langsam dahin gekrochen. Und das passt halt schon alles an der Stelle zusammen. Am liebsten wäre man natürlich, wenn die Geschichte jetzt einfach in einem Rutsch darunter geht und wir halt eine Etage tiefer uns halt mal das Level angucken. Und das wäre natürlich am bequemsten. Aber ist ja meistens kein Wunschkonzert. Und von daher rechne ich da schon mal erstmal gar nicht damit, sondern eher, dass wir halt da oben auf der Oberseite, dass dort gleich nochmal versucht wird, ob es dort weitergeht oder nicht. Aber wäre jetzt trotzdem auch kein Grund für Long natürlich an der Stelle, sondern generell bin ich ja halt schon der Meinung, der Markt dürfte jetzt hier durchaus mal eine Runde korrigieren. Nämlich nach so einem Anstieg, wie wir ihn hier hatten im Wochenchart, wenn ich das mal hier unten umschalte, sieht man es ja auch. Eigentlich hat der DAX da nämlich im Vergleich zum Dow nichts gerissen. Ich muss hier nur die Uhr ein bisschen im Auge behalten, deswegen stottere ich gerade so ein bisschen, will mich jetzt hier nicht verzetteln. Um das mal kurz zu zeigen. Also, wir haben halt hier, das war halt also nicht die letzte Woche, sondern die Woche davor. Das war natürlich schon deutlich massiv runter. Und letzte Woche kommt dann halt einfach mal eine Kerze, die nur nach oben rennt, die aber halt auch, wie man sieht, nichts erreicht hat. Also sie hat kein irgendwie höheres Hoch gemacht und hat nur ein bisschen über der Öffnung geschlossen, aber auch natürlich nicht entsprechend über dem Hoch der Vorwoche, sondern da haben wir jetzt halt eröffnet mit einem Gap. Und das könnte gut und gerne, allein schon wegen dieser Tatsache, weil das halt eben hier, weil das halt nicht erreicht wurde, auch entsprechend als Exhaustion Gap, was man ja so nennt, entsprechend halt auch enden. Also das heißt Erschöpfungsgap. Und von daher wäre es möglich, dass wir dann ab hier tatsächlich dann jetzt auch die Korrektur nochmal antreten und dann halt auch die Wochenkerze, die wir davor hatten, dass wir die tatsächlich dann auch nochmal bis ganz nach unten eben einmal durchlaufen. So, jetzt ist aber heute Montag, darf man halt auch nicht vergessen. Bevor man überhaupt, wenn es denn so kommt, ja, weil ich habe ja auch keine Glaskugel, nur wenn es so kommen sollte, dass es halt ab hier korrigiert und haben wir natürlich noch mal ein paar Tage Zeit. Aber wenn, da muss natürlich auch für so eine Kerze erstmal der Docht gebastelt werden. Und das hatten wir auch irgendwie, ja, stimmt, wir haben Dienstag. Danke, Ingolf. Ich bin noch ein bisschen im Pfingstmodus, aber ich glaube, da bin ich heute jetzt auch nicht unbedingt der Einzige. Und das ist irgendwie gefühlt, ist das halt alles Montag nach einem etwas anstrengenden Wochenende. Und hoffe natürlich, ihr habt auch ein bisschen was anderes gemacht, als hier nur Kerzen angestarrt und überlegt, was nächste Woche sein könnte, weil es gibt ja schon noch ein Leben außerhalb von dem ganzen Irrsinn hier. Nee, aber halt, was ich sagen wollte, ist, wenn es überhaupt so kommen sollte, ja, und ich sage halt immer manchmal, also die einfachen Geschichten, nämlich wie zum Beispiel halt Dochte und Lunden beachten. Das heißt, wenn man zum Beispiel halt irgendwie montags direkt einen Ausflug nach oben haben, darf man nicht vergessen, dann kann es genauso gut eben als Docht letzten Endes in der Wochenkerze dann halt enden. Ne? Und aber umgekehrt natürlich ganz genauso. Das heißt, wir hatten ja schon ein bisschen Bewegung nach unten. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier, alles, was wir da hatten, dann halt nur die Lunte von einer ganz langen Aufwärtsbewegung beziehungsweise halt von der bullischen Kerze dann halt ist. Ich mache die mal ein ganz kleines Stückchen hier drüber, weil wir halt hier den pH haben, den pH Main. So, und das kommen wir jetzt da unten hin. Komm schon, einmal abholen bitte, nicht hoch. Mal gucken, ob das jetzt so passt.
Und vor allen Dingen, was dann halt dort auch passiert. Ist natürlich sehr knapp jetzt dran hier unten. Um einen Punkt verfehlt. So, ich mache ein bisschen größer hier. So, und jetzt werden wir es halt sehen, wenn die Order jetzt gefüllt wird. Und dann wird hier unten die weg sein. Ne? Hat man jetzt gesehen, genau. So, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich möchte jetzt einfach mal den SL noch mal ein bisschen höher schieben. Weil das Risiko jetzt ja erstmal raus ist an der Stelle. Ja, falls er halt irgendwie die Hochs hier noch mal antesten will, muss man jetzt so nicht machen. Aber hier der eine Punkt ist nicht 116, nee, war doch ein bisschen mehr. Okay, genau, die konnte ich ja vorher nicht richtig schieben an der Stelle. So, mal gucken, was hier die Stundenkerze, was die jetzt gebracht hat. Kurz mal angucken, das Ding hier. So, also nicht wirklich viel. Ist halt nur ein Innenstäbchen eigentlich von der 7-Uhr-Bewegung. Das heißt, es kann schon nochmal halt irgendwie nochmal ein bisschen darüber spiken. Aber trotzdem 113, da wird er nicht dran vorbeikommen. Heißt aber nicht, dass er uns da oben nicht noch eine Runde abfischen kann. Ne? So. Aber ich warte jetzt erstmal einen Moment ab. So, weil jetzt sind wir erstmal halt auch hier. Ist jetzt erstmal soweit. Okay. Also. Ach, die 8-Uhr-Eröffnung, genau. Die wird ja hier nicht mehr eingezeichnet, sondern. Das wird ja nur das, die Future-Eröffnung, die war natürlich ja heute Nacht. Da haben sich ja die Zeiten im Dezember verschoben. So, hier haben wir gerade so, wie ich sehe, eine Pattsituation im Pock. Wir haben zwei Pocks hier an der Stelle. Point of Control heißt ja einfach nur, auch für diejenigen, die das nicht kennen, das ist jetzt der Punkt mit dem meisten Umsatz gewesen. Das ist natürlich, hier haben wir aber zwei gleiche Levels an der Stelle, wo der gleiche Umsatz war, zumindest mal, wenn man das auf die Minute halt mittelt, ist natürlich jetzt erstmal ganz klar eine gute Anlaufstelle, weil wenn irgendwie Volumen rein soll, beziehungsweise halt irgendwo gedreht wird, dann natürlich dort, wo halt eben vorher halt auch was los war. Und das ist natürlich erstmal hier der Point of Control. Aber das heißt jetzt nicht, nur weil wir jetzt hier eine Bewegung nach oben haben, dass wir jetzt direkt nach oben durchrennen. Das ist natürlich Quatsch, sondern hier werden wir jetzt einfach mal rausfinden, in welche Richtung das Volumen gedrückt wird. Und grundsätzlich vertrete ich ja auch immer so ein bisschen den Ansatz, wenn es zuerst hochgeht, kommt es nicht weit. Sondern besser ist, wenn das Ding halt wirklich steigen will, dass wir halt, das halt zuerst mal korrigiert werden sollte. Das ist meistens wesentlich gesünder. So, da schreibt der Jean, ob das eine Falle ist. Welche Falle meinst du denn, lieber Jean? Ich sehe hier noch keine Falle. Ich sehe erstmal nur ein ganz normales Marktverhalten. Und das erstmal noch nichts zu sagen hat. Die ersten 5 Minuten haben jetzt hier ein bisschen Rauschen. Und klar, das Ding ist doch immer das, wenn da Umsatz kommt, ja, ich meine, der eine. Was weiß ich, der eine Händler sagt ja, wir kaufen hier auf dem Level, der nächste sagt, wir schmeißen Shorts raus, dann steigt das Ding schon allein deswegen. Die nächsten sagen dann ja, wir verkaufen das Ding halt aber nur auf dem und dem Level. So, und genau sowas führt dann halt eben zu ein bisschen Gewackel und Gerausche, aber hat jetzt noch überhaupt gar keinen, ich versuche mal das Wort nachhaltig zu vermeiden, aber an der Stelle ist es mir vielleicht mal erlaubt, es hat noch keinen nachhaltigen Charakter, das Ganze, sondern es ist erstmal ein Nichts, ja. Und ich habe jetzt halt hier nur trotzdem mal einen Teil rausgenommen an der Stelle, einfach weil ich natürlich nicht weiß, wenn wir jetzt halt hier, wenn da zum Beispiel einer ein bisschen zu viel Volumen reingibt um die Uhrzeit und noch nicht genug Gegenparteien da sind. Und dann muss ich ja nicht unbedingt da oben dann mit null rausgehen oder halt da weggespiked werden. So, jetzt sieht man es ja schon, ne? Wir sind jetzt erstmal wieder bei null, da wo wir angefangen haben, also. War erstmal noch gar nichts. Und
Hier haben wir tatsächlich auch den Kassaschluss. Das heißt, wir haben auch hier vorhin mal kurz das Gap zugemacht. Und da versammelt sich natürlich auch einiges. Das sind schlicht und ergreifend die, die am Freitag halt hier aufgehört haben. Und was die jetzt für einen größeren Plan haben, das weiß ich auch nicht. Ja. Den hat mich halt keiner angerufen und gesagt, wir machen das jetzt so und so. So, und jetzt sind wir hier bei der 113. So, jetzt nehme ich mal fast alles raus hier an der Stelle. Und dann mal gucken, ob wir da jetzt halt noch weiter durchfallen oder nicht. Aber das war jetzt an der Wand noch nicht ganz. Fehlt noch ein kleines Stückchen, fehlt noch. Wo sind wir hier? Ich traue mich hier nichts zu malen. Irgendwie hat er heute Morgen wieder einen Vogel hier, mein MT5. Ja, 115. Okay. So, aber lass den jetzt hier mal an der Stelle mal, wie er ist. Und kann natürlich jetzt sein, dass es hier in Seitwärts halt ausartet. Ne? Aber wer dann halt bei sowas wie das, ich glaube, das war ja wirklich gerade ein gutes Beispiel, also dann halt sagt, oh, rennt jetzt hoch, ne? Das also funktioniert meines Erachtens so halt nicht. Und eigentlich eher, wie gesagt, genau umgekehrt, wenn es zuerst hochgeht, dann klappt das so nicht. Ne? Weil es halt einfach jetzt nicht auch nicht wirklich interessant ist, dieses Level. Also zumindest aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht, es sei denn, wir ballern jetzt doch wirklich da oben durch, schließen eine Stunde da oben drüber. Okay, dann ist halt irgendwie die Mission, die da jemand hatte, der halt den DAX von unten nach oben befördert hat, noch nicht zu Ende. Aber das sieht jetzt erstmal für meine Begriffe so noch nicht aus. Und deswegen ist das also Kauflevel hier sowieso nicht, sondern eher im Gegenteil, das ist erstmal halt nur das berühmte Hütchen, was wir halt haben, eben hier in dem Bild hier, beziehungsweise eigentlich nicht in dem, sondern hier im Tageschart. Oh, ich bin jetzt hier erstmal raus. Okay, gut, das passt aber doch. Ne? Also die Bewegung ist plausibel, auch hier, man muss es nicht auf den letzten Punkt ausreizen, sondern dann lieber oben nochmal rein. Das heißt, also sollten wir jetzt nochmal irgendwo auf die 144 da oben laufen, würde ich den auch glatt nochmal shorten. Und dann eher versuchen halt, einen Punkt zu erwischen, der erstmal ein bisschen drunter liegt, unter dem alten Hoch. Das wäre aber tatsächlich auch nochmal genau die 144. Ich mache sie mal auf 143. Und dann halt mal gucken, was der Markt damit da oben anstellt. Bitte? Schau mal dein Mikro, das knistert. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Okay. Ich hab's, musste hier gerade irgendwie wieder zurecht zuppeln. Also, okay, ich lasse das jetzt erstmal so liegen, die Geschichte hier. Und dann, oh, ich habe irgendwas im Auge hier. Das hört man wenigstens nicht. Ne? Sieht jetzt halt nur doof aus, wenn die Kamera an wäre, aber ich mir die ganze Zeit am Auge reibe. Aber das führt dazu, dass ich hier, weil ich habe meinen Bildschirm auf der linken Seite und es ist gerade das linke Auge, mein Chart ist irgendwie gerade so leicht verschwommen, wenn ich mir halt hier am Auge rumreibe. Okay. Also, da fragt auch jemand, in welcher Gruppe das gepostet war. Das ist Stereo, Traders Club, Stereo Trader heißt die Gruppe bei Facebook. Alle, die den Stereo Trader haben, wissen das aber auch. Das ist, weil die kriegen natürlich auch entsprechend Benachrichtigung und so weiter, dass es so eine Gruppe ja auch gibt. Also, gut, dann den DAO gucke ich mir gleich mal an. Ich bleibe jetzt mal noch einen Moment hier in dem DAX dabei, damit, um das halt einfach auch nochmal, ich versuche das mal, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, hier so mehr oder weniger ein bisschen bei Null anzufangen. Mache jetzt aber erstmal hier noch was anderes. Ich habe einen Stop von 10 eingestellt. Ich gebe der aber mal ein Pullback von 2 Punkten. Das heißt, ich brauche hier 2 Punkte Rücklauf an der Stelle, damit sie gefüllt wird. Was wir tatsächlich auch mal machen können, das hat immerhin der Heiko, mein Kollege der Heiko, schon im Live-Trading letztens gemacht und war da wohl auch recht begeistert von. Es gibt ja jetzt in der nächsten Version, die jetzt auch definitiv bis 1. Juli da sein wird, gibt es eine neue Funktion bzw. ein Order-Attribut. Und das heißt hier zum Beispiel ROL, ROP oder kurz Rub and Roll. Und das heißt, der Stereo Trader merkt sich an der Stelle, ob jetzt zum Beispiel halt ein Limit funktioniert hat oder nicht und löst es dann halt auch, beziehungsweise füllt die Order immer wieder von selbst. Das heißt, er legt sie immer wieder an die gleiche Stelle,
so dass wenn man dann einmal halt ein funktionierendes Level hatte, auch hier sieht man schön gerade, was die Limit Pullback halt macht, ne? Das heißt, wir werden erstmal mit nach oben gezogen, haben jetzt hier an der Stelle erstmal den besseren Fill von ein paar Punkten. Das ist jetzt hier gefillt worden bei 47, die Order lag bei 43 und damit hier gerade 4 Punkte gewonnen. An der Stelle durch die Automatikfunktion der Limit Pullback. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken, ob das hier reicht oder ob das nicht ein bisschen übertrieben wird, weil das Schöne daran ist natürlich, ne, ich habe jetzt erstmal die 4 Punkte besseren Fill und damit hier auch jetzt nochmal ein bisschen Bedenkzeit. Finde ich das jetzt noch gut, das Level oder nicht? Und kann dann halt einfach mit einem kleinen Gewinn oder einem geringeren Verlust hier halt auch rausgehen. So, und aber nochmal ganz kurz auf die Orderart zurückzukommen, werde ich gleich vielleicht zeigen können. Dafür brauche ich aber hier ein bisschen Gegenbewegung an der Stelle. Ja, es klebt schon ordentlich da oben. Und hier hängt halt auch eine fette Order im Markt. Weiß ich natürlich nicht, ob die fake ist oder nicht. Theoretisch kann man den Stop aber ganz knapp hier drüber legen, weil wenn das Ding hier faked ist und gekauft wird, und dann gehen wir eh nochmal eine Etage höher. Ich versuche jetzt erstmal hier mit 4,5, ich gebe mal 5 Punkte. Das ist jetzt aber auch nur eine Teilposition. Nee, ne? Weggekauft, das Ding. Okay. So, das heißt, die Orderart konnte ich jetzt leider nicht gut demonstrieren, aber dafür die Limit Pullback an der Stelle, die mir gerade hier nochmal 4 Punkte geschenkt hat und von daher natürlich hat hier auch nochmal das Ergebnis um 4 Punkte verbessern konnte. So, also, jetzt müssen wir mal gucken, was er hier vorhat. Ich mache mir mal die Stunde hier. Also hier oben hätten wir auch noch mal ein bisschen Übertreibungsmöglichkeit. Ne? Das ist halt der R2. Ich würde dabei jetzt erstmal die Finger, glaube ich, davon lassen. Mal erstmal gucken, ob da noch was nachkommt. Weil hier ist jetzt schon irgendwie, also entweder wurde die Order jetzt weggezogen oder wurde tatsächlich gekauft. Und im Falle von gekauft ist das Programm hier vermutlich auch noch nicht fertig. Und deswegen lasse ich da jetzt erstmal kurz auch die Finger davon, halt weiter zu shorten. Sondern versucht da lieber mal rauszufinden, was das werden kann. Also wenn es ein Fake war, werden wir schon noch früh genug sehen. Dann kriegen wir hier nochmal eine deutliche Gegenbewegung. Und dann kann man ja dann nochmal versuchen, irgendwie auf dem Level hier in etwa, beziehungsweise bei einem nicht ganz so hohen Hoch, dann halt auch nochmal einzufangen. Aber jetzt erstmal war das jetzt nicht wirklich tragisch. Sondern im Gegenteil, wie gesagt, nochmal, Limit Pullback hat mir einfach hier 4 Punkte geschenkt. Ich war mit 4,5 Punkten Stop-Loss. Also, und auch nur jetzt irgendwie mit ungefähr der Hälfte der Position. Das war also mehr oder weniger erstmal nichts. So, dann mal halt hier einen Blick drauf und mal gucken, was er da vorhaben könnte. Ich gehe mal eine Nummer größer. Ich versuche mal hier den H4. So, da sieht man natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ich mache mal die runden Marken hier aus. Da hätte ich halt oben noch die 194 im Angebot. Und woher die kommt, sieht man, glaube ich, relativ einfach. Wir hatten halt hier in der Vergangenheit, das war irgendwann im Mai, Ende Mai, hat hier auch noch mal so ein Spike nach oben. Wenn man das jetzt natürlich als gesamte Welle halt aufdröselt und dann halt sagt, so okay, das ist meine Bewegung, meine Abwärtsbewegung, mein Abwärtstrend besser gesagt. Hier war es noch keiner, aber es wurde ja dann einer. So, dann haben wir hier einfach die letzte Aufwärtswelle hier als Punkt. Die war natürlich wie immer schon vorher da. Und man sieht aber auch hier hatten wir ein Gap an der 194, was halt hier mal entstanden ist. Das war Anfang Mai, das heißt hier oben haben wir geschlossen und dann plopp, ging es an der Stelle mal 150 Punkte mit einem Gap nach unten und hatten dann auch eine relativ oder eine recht deutliche Bewegung eben von hier bis da unten hin, was natürlich irgendwie hier mit, wie viel ist das? 370 Punkten
hatten wir hier schon mal einen Verkäufer sitzen. Und auch das war nur ein kleiner netter Ausflug. Aber letzten Endes ist der immer wieder an der gleichen Stelle gescheitert. So, und das könnte, das heißt, in der Vergangenheit haben wir das schon ein paar Mal gesehen hier als Verkaufslevel. Könnte jetzt natürlich eine Anlaufstelle sein, dass er das nochmal versucht, die 194. Und deswegen lasse ich jetzt auch mal kurz die Finger davon, ne, und orientiere mich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier an gestern erstmal überhaupt nicht, weil wir hatten kein Volumen gestern. Es war nichts, was da gestern halt im Markt los war. Wir haben zwar jetzt hier ein bisschen Reaktion, wie eigentlich fast immer am R2. Aber es ist halt eben auch nur der R2 und sonst ist da jetzt erstmal nichts, ne? Sondern halt möglicher Übertreibungspunkt von der 144, aber kann auch durchgehen. Und deswegen da erstmal Finger weg an der Stelle. Wo ich dann halt, wie gesagt, wie ich es ja gerade gezeigt habe, dann tatsächlich gucken würde, was ich halt schon interessanter fände, das wäre dann halt hier oben die 194, ne? Weil halt, wenn jetzt jemand fragt, ja, warum denn die ganze Zeit Short, das Ding steigt doch, ja, er stieg, ja. Das ist eher, glaube ich, die bessere Formulierung. Er stieg doch. Aber wir kommen halt hier einfach an die Grenzen von den Bewegungen. Und deswegen ist für mich halt oben auch hier oben jetzt nicht mehr wirklich interessant, nach Long zu suchen, weil ob der jetzt das rausnimmt oder meinetwegen sogar hier die 12.300 und irgendwas, was wir an der Stelle haben, das weiß ich ja nicht. Ne? Aber wir haben halt hier generell, wenn man das mal rein von der Markttechnik betrachtet, dieser Punkt, ja, die 11.840, was ja halt hier in dem Abwärtstrend, der ja doch ein bisschen größer ist, war das halt der letzte Korrekturpunkt. Da haben wir kein neues Hoch und wir haben den halt auch deutlich unterschritten. Und deswegen haben wir hier eigentlich schon eine Trendfortsetzung gehabt im großen Bild, also in der Großwetterlage sozusagen. Und es gibt keinen Sinn, ja, warum jetzt halt hier zum Beispiel solche Punkte überhaupt nochmal angelaufen werden sollen. Das viel plausibler ist, dass jetzt einer dieser Korrekturhochs, die wir halt hier haben, dass eines dieser Korrekturhochs entsprechend halt auch nochmal reagiert, beziehungsweise nicht mehr ganz erreicht wird und wir von dort dann halt einfach die große Bewegung fortsetzen. Das wäre halt zumindest mal aus markttechnischer Sicht, wäre das jetzt halt erstmal der oder die normale, ja, Fortsetzung, die einfach die Trendfortsetzung, nicht mehr, nicht weniger. Und daran orientiere ich mich natürlich zuerst mal. Klar kann der natürlich hier oben durch, ja, aber die Chance rein statistisch oder von der Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass wir hier oben nochmal reagieren und entsprechend halt nach unten fortsetzen oder zumindest nochmal halt hier auf dem Level etwa nochmal die 11.840 nochmal rausfinden werden, was das denn werden soll. Und deswegen halte ich so eine Bewegung jetzt erstmal für viel plausibler. Irgendwas in der Richtung, ja. Und natürlich muss das jetzt nicht heute hier am Stück passieren, aber halte ich einfach für wesentlich plausibler, dass sowas dann halt nochmal kommt. Wie das dann am Ende der Woche auflöst, das werden wir dann halt wohl im Laufe der Woche dann halt auch natürlich entsprechend rausfinden. Aber entscheidend ist jetzt erstmal halt hier auch Intraday was zu finden, möglichst in der übergeordneten Zeiteinheit, was uns jetzt hier einfach das Leben nicht allzu schwer macht und eben ermöglicht halt ein paar Punkte aus dem Markt rauszuschneiden. Um mehr geht es ja nicht im Intraday-Handel. So, aber wie man sieht, ne, hier oben mal nicht short zu gehen, das war schon mal soweit richtig. Ist ja auch manchmal, hoppla, ist ja auch mitunter nicht ganz unwichtig zu wissen, was man nicht tut. So doof das auch klingt, aber es ist leider wahr. Okay, so, sollen wir uns den DAU mal kurz eine Runde angucken? In der Zeit, bis der DAX hier, also ich liege, Moment, jetzt nicht verzetteln, Herr Hilger. Neige ja gern mal dazu, mich irgendwie in meinem Redeschwall dann zu verzetteln und dann mal irgendwie zu vergessen, was ich eigentlich machen wollte und vorher noch breit erklärt habe. Das hat man schon ein paar Mal. Und zwar lege ich jetzt hier erstmal eine Order hin. Ich mache die auch jetzt nicht im Punkt genau, sondern lege die mal 2 Punkte tiefer auf die 192 bzw. 92,5. Sollten wir also einen Spike da hochkriegen mit 30 Punkten, wäre ich natürlich begeistert, weil wir dann wahrscheinlich auch einen recht sauberen Fill dann da oben auch hinkriegen. So, aber bis soweit ist,
Ich muss mir dann nur hier am anderen Bildschirm mal den DAX im Auge behalten, damit ich den hier nicht verliere. Moment, dauert gerade eine Sekunde. So, okay. Und trink mal gerade noch irgendwie einen Schluck. Da fragt jemand noch gerade am Rande, wo man die Limit Pullback einschalten kann. Nee, also dieses New Order, das gibt es erst in der neuen Version. Und in der Version, die jetzt draußen ist, das ist, glaube ich, das Bild 2064 oder irgend sowas. Dort stellt man den Wert, also die Voreinstellungen stellt man im Setup ein, ja, also hier mit Klick aufs Logo und dann bei Trading. Aber sobald eine Order gesetzt ist, nichtsdestotrotz kann man, wenn man die Order anklickt, und das sieht in der Version ähnlich aus, kann man das Limit Pullback hier einstellen, ja, den Wert. So, sehe ich gerade, habe hier auch auf 1. Den stelle ich mal nochmal auf 2. Und ne, also kann man so oder so auf jeden Fall einstellen. Geht aber natürlich nur bei der Classic-Version. Also einige haben ja vielleicht auch die Silver Edition. Dort geht das nicht. So, dann fragt noch der Stefan, hältst du es möglich, dass er das Gap vom 2. Mai noch schließt? Ich halte grundsätzlich alles für möglich. Also das ist halt, wenn man mir mal sagt, wo das ist, war das, wenn das das war, was ich da gerade irgendwie nochmal gezeigt habe, dann reden wir ja ohnehin über die 190, ne, 194. Und wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ne, das ist ja hier, da haben wir den, ne, das ist der 9. Mai, ach, da oben das, ach du Schande, möglich ist alles, ja, so, ich meine, ich weiß ja nicht, ob die jetzt wirklich da hier im Sommerschlussverkaufprogramm sind und sich die Händler da eindecken bis zum geht nicht mehr, das weiß ich ja nicht, ne? Also ich halte es erstmal nach der Wahrscheinlichkeit hier von der Markttechnik, halte ich es jetzt erstmal nicht für machbar, also zumindest mal nicht heute. Und aber wenn hier unten, wenn wir als Beispiel, wenn wir so eine Bewegung kriegen und das hier stabilisiert sich und das hier unten war nur ein Ausflug unter das Tief und wir greifen ein zweites Mal hier oben dann nochmal an, dann klar, warum denn nicht, ne? Also ich glaube halt nur nicht, dass das jetzt in einer Bewegung da hochgeht. Also da glaube ich nicht wirklich dran. Weil dafür halt dann doch zumindest, also zum Beispiel in dem Bereich hier, den ich ja jetzt im Auge habe, halt die 194 und entsprechend hier diese 12.300 irgendwas. Da waren ja doch ein paar Konkurrenten dann unterwegs und haben gesagt, nee, nee, wir verkaufen hier. Ne? Und in der Regel ist es ja nicht so, dass die danach in Urlaub gehen und nie wiederkommen, sondern dann eher solche Punkte auch gerne nochmal nutzen, um dann halt eben nochmal zuzuschlagen. Und deswegen, dass das in einer Bewegung gelingt, daran glaube ich nicht. Und dass einen zweiten Anlauf gelingt, möglich. Ja, also wird man halt sehen müssen. Aber jetzt rein nur, weil man halt irgendwie, das ist immer ein bisschen gefährlich, und man sagt, ich bin der Meinung, das weiß ich nicht. Ja, und das weiß auch keiner. Keiner weiß, was dahinter steckt, was da halt wirklich, was die Jungs und Mädels, die großen Positionen da halt durch den Markt drehen, was die wirklich vorhaben, weiß doch keiner. Und deswegen das Einzige, was wir haben, ist der Chart, ist unser Volumen, um das halt irgendwie ein bisschen bewerten zu können. Und daraus kann man dann versuchen, Schlüsse zu ziehen und entsprechend sich da halt irgendwo in die Bewegung halt da halt mitzulaufen. Also mehr kann ich auch nicht. Und deswegen möglich ist alles, also für die, die es jetzt nicht ganz mitbekommen haben, wir reden hier oben über diesen Punkt, ne, die 428,5 ist es hier, beziehungsweise eigentlich muss man ja noch ein Stück höher gehen, da ist ja eigentlich das Gap. So, das heißt, die 452 sogar. Ne? Und ja. Also es ist natürlich halt auch noch, das sind noch ein paar Meter und ein DAX ja in der Regel auch nicht mal eben so erledigt. Also wie gesagt, weiß ich nicht. Ich gucke mir hier meine Grenzen an, handle die und versuche ein paar Punkte mitzunehmen und gut ist. Okay, so. Dann gucken wir uns mal den wahnsinnigen DAO an. Anders kann man den ja nicht wirklich gerade bezeichnen. Da hatte ich ja halt am Freitag, ich weiß nicht, wer dabei gewesen ist,
Ich hatte ja gesagt, im DAO, wo sind denn die Punkte? Die muss ich mal hier kurz auf den Schirm holen. Hatte ich ja gesagt, man soll sich zwei Punkte ganz besonders angucken am Freitag zu den NFPs. Ich hätte mir natürlich gewünscht, das Ding dreht nach unten, aber der DAO war da ein bisschen anderer Meinung. Und zwar hatte ich zwei Levels im Auge, das war die 889 und die 997. Und da habe ich gesagt, die sollte man sich genau angucken. Und wenn das entsprechend auch nach unten verkauft wird, wieder, hier wieder in Richtung von diesem Hoch, beziehungsweise die 772, da habe ich halt wortwörtlich gesagt, werde ich einen Teufel tun und dann auch irgendwo Long suchen. Lustigerweise, wer das verfolgt hat, hat auch mitbekommen, dieser Peak hier, den wir hatten, das war etwa die 700 und, was heißt hier etwa? Können wir einfach genau gucken, die 730. 728, dort hatte ich zu den NFPs eine Long Order sitzen, habe die aber halt relativ schnell aufgelöst, weil ich jetzt halt auch nicht die ganze Bewegung mitverfolgen wollte. Das war aber wirklich tatsächlich auf den Punkt erwischt und da hätte, wäre man tatsächlich mit der Order, hätte man auch noch deutlich weiter verfolgen können, denn ich wollte ja schon hoch. Hier zu 889 habe ja auch gesagt, das ist nicht beendet da oben, das sollten wir eigentlich schon nochmal wiedersehen und so kam es dann auch. Wir sind hier hochgelaufen. Zu dem ersten Punkt, wo ich gesagt habe, im Auge behalten und dann auch tatsächlich die zweite, das war die 997. Und das Verrückte war jetzt halt wirklich am Freitag, dass er exakt auf 997 sogar geschlossen hat. Und wo ich mich auch manchmal frage, oder wo man schon mal unter Verfolgungswahn dann irgendwann auch leidet, ich dachte, das kann ja nicht sein. Ja? Ich mal hier eine Marke rein, 997, und ich habe ja jetzt wirklich nicht irgendwie alle 20 Punkte hier eine Marke, sondern wir haben hier Abstände von über 100 Punkten. Und exakt dort schließt es dann halt. Genau wie die Bewegung ja hier, sieht man auch 772 genau hier gestartet und dann da hoch. Und das heißt natürlich auch, da das ja nicht passiert ist, ja, das ist ja immer so ein Wenn-Dann-Prinzip, da wir nicht hier eine Gegenbewegung hatten und nicht hier runter verkauft haben, war natürlich Short dann auch erstmal Geschichte. Ich konnte zwar in der Gruppe dann auch noch einen Trade posten, der dann 70 Punkte weit gelaufen ist, nämlich exakt hier am Tageshoch, das habe ich noch erwischt. Und aber mehr dann eben auch nicht. Und deswegen habe ich den auch aufgelöst. Oder es war mir halt einfach nicht geheuer, was halt hier passiert ist. Und weil der läuft hier einfach durch. Ja, und das ist natürlich schon ein bisschen schräg, aber macht ja erstmal halt auch nichts. Und das ist das, was ich auch immer sage. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding weiter steigt oder fällt. Ich weiß immer nur, wo sind die Punkte, die gehandelt werden, wo es drauf ankommt. Und solange ich die halt erkenne, kann ich ja eigentlich fast nichts falsch machen. Das heißt, selbst wenn man jetzt hier bei der 997 zum Beispiel dann gesagt hat, okay, da gehe ich short, hatte ich jederzeit die Möglichkeit, da auch nochmal rauszukommen. Auch wenn ich jetzt verrückterweise ohne Stop-Loss da gehandelt hätte, hätte ich einfach um 22 Uhr dicht machen können und gut wäre es gewesen. Es ist halt immer nur wichtig, dass man nicht irgendwo mittendrin halt irgendwo strandet an den Punkten, die den Markt halt nicht wirklich interessieren. Weil dann hat man natürlich ein Problem und muss einen Verlust auflösen. Aber solange man halt irgendwo Orientierung hat und weiß, hier treffen Interessen aufeinander, kann man natürlich halt mehr oder weniger machen, was man will. Und das versuche ich ja halt eben auch, das kann ich auch echt nur jedem mitgeben, nicht irgendwie zu viel orakeln und sagen, das und das macht der Markt. Weil wie man sieht, ich bin auch davon ausgegangen, wir gehen runter ab der Stelle und ich lag schlicht und ergreifend falsch. Macht aber nichts. Trotzdem sind noch irgendwie an dem Tag mit den Trades vom NFP-Webinar 100 Punkte übrig geblieben, obwohl der Markt was völlig anderes gemacht ist. Also egal. So, dann hier muss man sich jetzt auch mal das größere Bild angucken. Was ist denn da jetzt los? Also ich habe ja halt auch im DAO gesagt, wir haben halt hier die Abwärtsbewegung und eigentlich sollte der nicht mal eben da oben drüber laufen, über die 721. Das war halt das Vorwochen hoch und da oben drüber schließen. So, jetzt hat der Drecksack das genau das gemacht, ja. Und so, dann nutzt halt manchmal alle Wahrscheinlichkeit nichts, ja. Auch wenn man das irgendwie so gut wie nie sieht im Chart, aber es ist ja dann immer der Vorführeffekt oder meistens. Oft kommt es genau anders, als man denkt. So, und genauso kam es dann jetzt halt leider. Und was heißt leider, ne? Ich meine, mir ist das ja vom Prinzip egal, ob das Ding weiter steigt oder nicht. Leider nur, weil ich natürlich halt auch gerne Recht habe, wenn ich halt was einschätze und nicht immer nur hinterher dackle.
Und das natürlich auch nicht so schade finde, wenn ich dann mal halt irgendwie eine größere Bewegung ein bisschen besser vorhersehen kann. Auch wenn die Aufwärtsbewegung an sich, wer das verfolgt hat, die hatte ich ja halt die ganze Zeit auch im Sinn, aber eben auch nur maximal bis 997 von da unten an und nicht nochmal darüber. Das ist ein bisschen too much. So, und jetzt muss man sich hier mal angucken, was ist da halt passiert. Also wir kommen hier halt hier eben auch, wir hatten hier kein neues Hoch, ich bin jetzt hier im Wochenchart. Das war ja halt dieser massive Abverkauf vom Dezember. Wir sind von hier nochmal hochgelaufen. Ich mache mal hier so ein paar Linien ein, damit man es ein bisschen versteht und besser auch sieht. Jetzt sind wir nochmal hochgelaufen. Jetzt habe ich die grün gemalt. Das ist bestimmt kein gutes Omen. So, nochmal hier eben hilfsweise. Mal ganz vereinfacht, ohne zu viel Schnickschnack. So, das heißt, wir haben halt hier nochmal ein bisschen korrigiert. So, da dann zwar nochmal ein kleines Hoch gemacht, aber eben auch kein neues Hoch gegenüber dem Vorjahr und haben dann hier das letzte Tief rausgenommen. So, auch deswegen eigentlich plausibel, ne? Kein neues Hoch. Wir sind auch wegen dem Bruch hier vom Vorjahrestief, wir sind eigentlich relativ deutlich im Abwärtstrend. Das soll man gar nicht meinen, aber es ist tatsächlich so. Und zumindest mal aus markttechnischer Sicht, ja, weil hier sieht man ja dieses Tief raus, tieferes Tief. Wenn man das mal alles weglässt, das ganze Zickzack hier dazwischen, und dann haben wir eigentlich ganz einfach das hier. Ich ziehe mal hier rüber, dann haben wir eigentlich das. Das wäre das für mich plausibelste, was wir halt hier haben, ja. Also hier tief, hoch, tieferes Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief. So, das heißt aber auch, alles, was wir bis hier oben hin haben in dem Bereich, tatsächlich bis zu 26.700, ist alles noch schön korrektiv. Nur soll es da nicht mehr unbedingt drüber laufen. Sonst wird es natürlich dann halt irgendwann grenzwertig kritisch. Und alles hier unten war dann halt eben nur entsprechend ein nettes Weihnachtspaket, ja. Aber das wäre jetzt halt erstmal das Naheliegendste, dass wir das halt kriegen. Problem ist natürlich im DAO, dass wir hier halt immer gleich über ein paar tausend Punkte reden. Und das natürlich nicht ganz so einfach ist, das dann halt entsprechend auch einzufangen. Aber das ist eben das große Bild, nichts sonst. Und wenn man das jetzt halt mal, aber hier jetzt mal versucht, entsprechend auf die Woche runter zu brechen, dann haben wir jetzt halt hier tatsächlich das Problem, dass wir hier ein bullisches Engulfing haben, ganz deutliches. Das heißt, wir haben ein tieferes Tief, sogar tiefer gestartet, höher geschlossen und höheres Hoch. Das ist natürlich schon nochmal eine Ansage, die auch jetzt vermutlich nicht so in einem Rutsch wieder kippen wird. Und Orientierungspunkt ist dann für mich diese Woche ganz klar hier die 721, also eigentlich genau der Punkt, wo wir bei den NFPs gestartet sind, um dort dann halt auch mal rauszufinden, was geht es wirklich denn noch weiter? Weil hier oben haben wir natürlich jetzt das nächste Problem für die Bullen. Wir haben hier oben die letzten Supports. Also mal immer von dem Prinzip ausgeht der Paritätsumkehr. Das heißt, wir haben hier oben im Tageschart, ja, hier oben haben wir, sieht man ja, ne? Hier eine Kerze steht drauf, wurde wieder zurückgekauft. Wir haben nochmal einen Spike hier rein und dann finally drunter geschlossen und hier entsprechender Rücktest und runter. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine bestätigte Paritätsumkehr. Und das ist auch so der Bereich, wo es dann auch eigentlich jetzt wieder spätestens eng werden dürfte. Und vorausgesetzt natürlich, das wird halt weiter verteidigt. Aber das wäre jetzt tatsächlich so der Punkt, so die nächste Anlaufstelle, die man im Auge behalten sollte. Da sollst du jetzt nicht ohne weiteres dann auch mehr drüber, wenn der Trend nach unten wirklich fortgesetzt werden soll. Alles hier oberhalb wird dann tatsächlich spätestens eng für die Bären. So, das jetzt aber nur mal zum großen Bild. Hilft es jetzt Intraday? Möglicherweise nicht. Wobei im DAO sind es natürlich jetzt auch nur hier 300 Punkte. Das heißt, im Zweifelsfall ein Katzensprung. Aber halt, also wie gesagt, auf Stundenchart jetzt, auf Stundenbasis jetzt erstmal nicht zu verwerten. Aber das würde ich schon mal im Auge behalten, weil was mich auch irritiert, um das auch noch irgendwie ganz kurz zu zeigen, das habe ich natürlich gesehen. Wieso habe ich das hier nicht eingezeichnet? Und zwar die 215. Da ist er. Die wurden tatsächlich nicht, oder beziehungsweise die gibt es ja, nee,
Ist es die 215? Ich habe jetzt tatsächlich meinen Chart gar nicht vor mir, meinen eigenen aus dem Blog. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass da halt irgendwie ein ganz kleines bisschen was fehlt. Und das ist eigentlich, die Farbe ist eigentlich orange. Und orange heißt ja immer, Achtung, Volumen. So. Und Volumen heißt nicht unbedingt Richtung. Und was mir nicht gefällt, ist, dass er halt irgendwie kurz davor gedreht hat, auch wenn es heute Nacht war, und dann runter ist. Weil ganz oft ist es dann an solchen Punkten so, wo dann halt Volumen war, dass wenn die nur kurz oder wenn da kurz vor gedreht wird, dass die im nächsten Anlauf dann halt auch nicht mehr halten. Das würde natürlich das Ganze auch so ein bisschen unterstützen, dass ich sage, ich habe da oben, wo waren wir da jetzt, die 458 schwer im Auge, weil wenn das Ding gekauft wird, dann stehen wir möglicherweise ganz schnell da oben. So, die Brigitte. Ach, guck. Hallo Brigitte, das ist ja schön, dass du hier dabei bist. Ich hoffe, du bist noch da und ich habe dich jetzt nicht zu lange warten lassen mit meinem Monolog hier. Die Brigitte schreibt, ich schaue seit längerem, bla bla. Meine Frage irritiert dich nicht, dass der DAX in der vergangenen Woche stetig ein höheres Hoch machte, letztlich auch per Schlusskurs. Achso, ich habe die Antwort schon gegeben. Gut, ja dann. Ja, ne. Gut, dann kann ich, brauche ich ja da gar nicht näher drauf einzugehen. Ja, ne, das ist halt immer so das Ding, deswegen nicht so groß mit der Richtung, lieber gucken irgendwo, dass man die Grenzen findet. Und wie ich sehe, ja, jetzt gehe ich gerade mal zurück. Also Dow erstmal jetzt Finger weg. Ich habe auch versucht, den zu shorten und bin da eben gerade so mit Ach und Krach mit Null rausgekommen. Und das lasse ich auch erstmal dabei. Und wird dann jetzt hier tatsächlich erstmal den DAX hier im Auge behalten, gucken, wie er mit dem 194 umgeht. Weil das ist halt auch für mich ein Punkt, der jetzt plausibel und greifbar ist. Und der fehlt mir im DAU jetzt auch gerade so ein bisschen. Und deswegen jetzt erstmal der Fokus an der Stelle auf dem DAX. So, jetzt habe ich einen trockenen Hals, beziehungsweise trockenen Mund. Habe auch, glaube ich, jetzt genug gelabert an der Stelle. Und ist auch, glaube ich, jetzt eigentlich soweit alles gesagt. Hat noch jemand Fragen? Kann ich noch auf irgendwas eingehen? War das verständlich? Oder sagt da jeder, verstehe ich gar nicht? Weil ich wollte es ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen mehr bei Null anfangen, hatte ich ja vorhin mal kurz eingeworfen, aber macht jetzt hier auch nicht wirklich Sinn, weil das Bild sich ja eigentlich auch erklärt. Und hier war halt jetzt auch das gleiche Prinzip wie beim Dow mit der 215. Also wenn solche Punkte, und das war ja hier die 113, ne? Da fehlt ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als irgendwie Ungenauigkeit abtun darf oder nicht. Das war schon sehr, sehr, sehr knapp davor an der Stelle. Und ich hätte schwören können vorhin, dass wir die genau erreichen, aber ich bin ja auch vorsichtigerweise dann irgendwie einen Punkt vorher raus oder zwei. Das ist immer ganz merkwürdig, wenn solche Punkte, solche, die wirklich bekannt sind für fettes Volumen, wenn es da kurz vorher bremst, dann sollte man sich da, ich sage immer, ein Post-it dran machen, ja, weil das wird im nächsten Anlauf, wird da dann ein bisschen mehr passieren. Das irritiert mich jetzt auch schon so ein bisschen wiederum. Das heißt, wir könnten natürlich auch die ganze Bewegung hier ab 104 bis darunter machen. Mal gucken. So, dann fragt der Andreas, nutzt du keine weiteren Indikatoren? Tatsächlich nicht. Ich nutze wirklich keine Indikatoren. Ich nutze hier ab und zu mal so ein paar Bänder, um halt irgendwie so die Schwankungen halt ein bisschen eingrenzen zu können, aber mehr halt nicht. Und das Volumenprofil, ich habe ja hier das echte Profil vom FDAX. Ja, drunter, das ist ja keine, nicht wirklich eine Indikation, das ist ja eine Information. Ne? Also finde ich halt immer so ein kleiner Unterschied. Also Indikator wäre jetzt halt hier der
zum Beispiel der EMA 200, das ist ein Indikator, der halt nur auf dem Kurs halt beruht, aber halt jetzt hier das Volumenprofil sagt mir natürlich deutlich mehr als, als irgendein Indikator. Und hier wird man, so behaupte ich, auch gleich sehen, dass das Hoch, was wir da halt hatten, kann ich Sie mal im Auge behalten, was wir da halt letzte Nacht hatten, beziehungsweise gestern hatten, das sollte eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben, wegen des geringen Volumens, was wir da im Markt hatten. Das heißt, da sollte es eigentlich relativ stressfrei drüber gehen. Und deswegen halt auch hier der nächsthöhere Punkt interessanter ist, jetzt macht meines Erachtens mehr Sinn, als jetzt hier irgendwie zu shorten, weil das natürlich rein vom, wenn man vom Kurs ausgeht, würde man ja sagen, kein neues Hoch erzeugt wird. Also das heißt, ich gehe knapp drunter, gehe ich dann short. Aber hier, wie gesagt, wegen dem Volumen gestern, bin ich gerade irgendwie gar kein Freund davon, das zu machen. Okay. Also, sonst der Rest eingeschlafen oder sitzt schon bei der dritten Tasse Kaffee. Aber kann jetzt auch hier nicht mehr dazu sagen, ne? Außer halt eben vorhin der eine Trade, der aber schon vorher ja da war, beziehungsweise den ich ja gepostet habe. Und wie man sieht, war ja jetzt erstmal auch okay, ne? Da jetzt halt nicht weiter dran zu operieren. Hätte nur Geld gekostet. Deswegen halt hier lieber mal abwarten, was da halt noch kommt. So, wenn keiner mehr was hat, dann wäre ich schon geneigt, demnächst hier dann auch. Der André ist auch da. Moin, André. Ich guck mal, wer hier da ist. Das heißt, alle, die schnell verschwinden wollen, nicht erwischt werden sollen, die müssen das jetzt machen. Nicht erwischt werden wollen. Das sind direkt zwei weniger. Das ist lustig. Es ist gut. Nächstes Mal machen wir das ohne Vorwarnung hier. Genau. Nein, aber Brigitte freut mich natürlich. Brigitte ist ja auch eine recht bekannte Analystin. So, der Rest ist dann jetzt geblieben, halten alle die Füße still, weil sie Angst haben, erwischt zu werden beim Flüchten. Aber ich bin ja auch immer der Meinung, wir haben halt hier bestimmt auch den einen oder anderen Spion, der guckt, was treiben die da mit dem Stereotaper. Und verwundert mich das natürlich nicht. Nee, aber alles gut. Alle sind herzlich willkommen. Bitte? Ich sage, alle sind herzlich willkommen. Ja, vor allem die Konkurrenz und die Spione, die freuen uns natürlich doch am meisten. So, okay, gut. Ich kann jetzt hier eigentlich nichts weiter mehr anfügen und glaube, jetzt ist auch nicht sinnig, jetzt hier noch irgendwie stundenlang zu warten. Also da oben liegt die Order. Ich werde es in der Gruppe auch weiter natürlich den Trade dann auch kommentieren, wie ich denn damit halt umgehe. Und die bleibt da jetzt erstmal liegen, die liegt jetzt erstmal da gut. Auch wenn sich das jetzt bis heute Nachmittag hinziehen sollte, das ist egal, das passt. Und entsprechend wäre natürlich, vielleicht um das auch noch gerade irgendwie anzufügen, 144, ne, weil die ja vorhin halt auch, jetzt ohne, dass man da meinen Blog da halt irgendwie zu genau nehmen muss. Aber wenn man es jetzt halt hier als Beispiel mal, so würde ich da rangehen, ich mache das jetzt hier einfach mal ganz frisch. Halt hier den 5-Minuten-Chart. Und wenn ich jetzt hier als Beispiel, ich würde mir halt die Schlusskurse nehmen. Und dann hier über die Schlusskurse vom M5 würde ich jetzt hier einfach mal eine Linie ziehen. Und das heißt, einfach aus dem Grund, wir hatten hier vorher einen Widerstand um 8 Uhr. Und ja, wo halt ein Spike dran gescheitert sind, hat lange dran geklebt. Schlusskurse hier, nochmal dann hier so ein paar Dochte drin. Und von da ging es dann runter. So, und das Ding wurde aber gekauft, ist durchgelaufen, wir hatten keinen Backtest. Und das wäre natürlich jetzt auch eine plausible Anlaufstelle, um zu sagen, das ist für mich doch mal eine Chance, da entsprechend halt auch long zu gehen, wenn das Ding wieder runterkommt. Ja, weil das halt, das wäre dann halt die Bestätigung von der Paritätsumkehr.
und entsprechend dann halt auch als Long Entry meines Erachtens so auch machbar. Gut. Alles klar. Okay. Ja, Super. mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also, dann sage ich an der Stelle dann erstmal herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es auch jetzt heute nicht so wahnsinnig spektakulär war, aber vielleicht hilft es ja dann trotzdem eben auch nochmal halt eben ein paar Sachen irgendwie zu sehen, die dann vorher, die man dann halt nicht wahrgenommen hat. Ich bin auch immer froh für Dinge, die man mir zeigt, weil ich natürlich auch nicht immer alles sehe. Und vielleicht kann man das ja dann in seinem Ansatz dann entsprechend auch verwenden. Da fragt noch jemand, wie bekommt man Zugang zur Gruppe? Einfach halt Gruppe beitreten anklicken. Ne? Also die Gruppe heißt Traders Club Stereo Trader und findet man bei Facebook und dort einfach anmelden. Ich würde hier einfach den Facebook-Bildschirm zeigen, aber das geht aus Datenschutzgründen leider nicht, weil da halt dann gleich 1000 Namen aufploppen hier bei mir. Und das mag ich natürlich keinem antun, beziehungsweise uns selber auch nicht antun, wollen ja keinen Ärger hier mit dem Datenschutz kriegen. Gut, also an der Stelle, Dankeschön fürs Dabeisein, für eure Zeit. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf, macht was aus dem schönen Wetter, dass da irgendwie auch zu kommen scheint. Und freue mich aufs nächste Mal, was auch nicht mehr lange hin ist. Ich glaube, wir haben nächste Woche schon wieder Helpdesk. Genau. Und ja, ne? Und das heißt, spätestens dann sowieso für einige dann halt auch nochmal hier. Und ansonsten, wir sehen uns in der Gruppe ja ohnehin jeden Tag. Also dann an der Stelle bis demnächst. Danke natürlich an dich, Nelson, hier fürs Moderieren, dabei sein, Händchen halten und natürlich an FX Flat hier fürs Veranstalten von dem Einer muss aber Webinar. auf dich aufpassen. Genau. Aber du Nein. hast das letzte Wort. Bitte schön. Dankeschön. Nee, vielen Dank für das Webinar heute, für deine Analyse, aber natürlich auch an die Teilnehmer fürs Dabeisein. Immer sehr schön, dass so viele wirklich so früh am Morgen dabei sind. Und ja, mir bleibt auch nichts anderes übrig, als Ihnen auch natürlich eine schöne Woche zu wünschen, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und wenn Sie mehr über den Stereo Trader erfahren wollen, dann gerne in der Gruppe weiter und oder natürlich auch nächste Woche am Montag Helpdesk-Webinar. Wenn Sie Fragen haben, gerne vorab schicken. Ansonsten am Montag dabei sein und dann in den Chat stellen. Also bis dahin, vielen Dank. Tschüss zusammen.